2008 überraschte Wolfgang Wagner die Musikwelt mit einer typischen Wagner-Lösung für seine Nachfolge. Seine Töchter Katharina und Eva Wagner-Pasquier agieren heute beide als Leiterinnen im Festspielhaus. Wieder einmal hatte er sich durchgesetzt. Jetzt konnte er sich beruhigt zurückziehen. Ja, der hatte viele Ecken und viele Kanten. Das war kein einfacher Mensch, der war nicht stromlinienförmig, war kein moderner Musikmanager mit 3-Tage-Bart und schwarzem Anzug und weißem Hemd. Der war sehr der Landschaft verbunden, das war ein richtiger Franke. Sprach ja auch so, noch sehr fränkisch und war sehr störrisch auch. Er konnte seinen Kopf ziemlich hart machen und auch mit einem sehr viel kämpfen. Ich habe ein paar Kämpfe mit ihm hinter mir gehabt. Er war aber dadurch etwas total Einmaliges und wirklich Großartiges. Naja, ich habe schon viele Erinnerungen an ihn, denn ich habe ja lange Jahre in Bayreuth gesungen und er war immer eigentlich ein väterlicher Freund zu mir, muss ich schon sagen. Ist einer der wenigen Intendanten, die zu seinen Sängern wirklich stehen, auch wenn mal was nicht genauso läuft, wie man sich das vorstellt. Und das ging mir mal so bei den Meistersingern, das war ziemlich am Anfang meiner Karriere, die habe ich, wie man so schön sagt, in den Sand gesetzt. Und da hat er hinter mir gestanden und hat gesagt, komm, du musst das jetzt durchziehen und du machst das und du übst das richtig und dann wirst du der Beste, den es gibt. Komm. Und das ist recht selten. Normalerweise, wenn man einen Fehler macht, sagt ein Intendant, Dankeschön, das war's, es stehen 25 Leute an der Tür und wollen auch. Wolfgang Wagners Urgroßvater war Franz Liszt. Sein Großvater Richard komponierte, genial, schuf Gesamtkunstwerke, Musik für die Ewigkeit. Wolfgangs Mutter Winifred begrüßt Adolf Hitler als Ehrengast auf dem Grünen Hügel. Eine zweifelhafte, dunkle Episode der Familiengeschichte. Nach dem Krieg musste der Neuanfang her. Er hat mit seinem Bruder das neue Bayreuth kreiert. Man darf nicht vergessen, dass Bayreuth war das konservativste, was es je gegeben hat. Das Bühnenbild von der Uraufführung vom Ring 1876 blieb bis 1936. Das muss man sich vorstellen. Und es ist diese zwei Brüder dann gelungen, Bayreuth als Modell für Erneuerung und für alles, was Modernes ist. Künstlerisch natürlich, hauptsächlich sein Bruder Wieland, aber er hat es auch mitgetragen. Und dann, nach dem Tod von Wieland, hatte er, was Regie betrifft, wirklich ganz mutige Entscheidungen getroffen. Heute ist das Ring von Boulez-Chéreau eine Legende, ein Klassiker, aber es war damals ein Skandal, das darf man nicht vergessen. Ich meine, Leute von der Wagner-Gesellschaft und so waren bereit, ihm Geld zu geben, sodass er das abschafft und eine neue Inszenierung macht. Ich meine, und er stand da ganz stark. Er hat wirklich sehr mutige künstlerische Entscheidungen. Vielleicht hat er nur einen Fehler gemacht, dass er mich engagiert hat. Aber sonst hat er nur richtige Entscheidungen getroffen. Unter Wolfgang Wagners Leitung war und blieb Bayreuth ein gesellschaftliches Ereignis. Ein Auftrieb der Eitelkeiten. Stars und Sternchen, Prominente aus Politik und Showgeschäft auf dem roten Teppich. Was wäre ein Sommer ohne Bayreuth? Ach, der Wolfgang Wagner war eigentlich ein lustiger Mensch. Ich habe mit ihm sehr viel gelacht. Ich muss dazu sagen,
Viel von was er gesagt hat, habe ich nicht verstanden, weil es war super fränkisch. Ne? Ich glaube, er hat kein Deutsch gesprochen. Er hat nur fränkisch gesprochen. Und so, aber er war immer lustig und er war in meinen Jahren immer gut gelaunt und ein sehr lebendiger Mensch. Was mir stark im Gedächtnis ist, ist sein, jetzt so in den letzten Jahren sein Lächeln. Er hat immer so, saß so still da und lächelte so, wenn andere auch dabei waren und so. Und ich weiß nicht, ist das das Lächeln von jemandem, der sagt, macht eure Sache und ich habe damit, ich bin darüber raus oder ich habe meine Sache hinter mir. Ich weiß nicht, was es bedeutet. Es war aber auffällig bei einem Mann, der so cholerisch ist wie er. Er war ja eher ein, er geriet ja leicht in Wut, so, ein Choleriker und, und dieses Lächeln hat so etwas Distanzierendes. Das ist mir stark im Gedächtnis geblieben, weil ich das immer, mir aufgefallen. Ich habe es in mehreren Situationen auch so gesehen. Mit Wolfgang Wagner endet eine Ära. Ein halbes Jahrhundert lang hat er die Festspiele geprägt. Es ist schwer, sich Bayreuth ohne ihn vorzustellen.